So, jetzt könnte ich hier waghalsig rüberspringen. Oder ich versuch's mit dem Flugsaurier. Ja, Doschen ist blöde und natürlich Fail. Jo, Servusle zum weiteren Part Super Mario Odyssey. Schauen wir uns die Karte an, wie immer. Wir sind immer noch im Dschungel. Und wir haben hier anscheinend noch eine Challenge vor uns. Und neben dem Papagei haben wir anscheinend noch einen Mond. Und da oben eben nirgendwo ebenfalls. Das heißt, wir reisen jetzt erstmal hierher. Also wenn der Doschen den richtigen Knopf drückt, dann reisen wir hierher. So, jetzt hat er's. Jetzt hat's der Doschen auch auf die Reihe gebracht, den richtigen Knopf zu drücken. Das ist... Das hat der Doschen nicht so drauf, den richtigen Knopf drücken, ne? Dazu müsste er überlegen und das kann er nicht. So, jetzt gucken wir nochmal. Der müsste hinter uns sein, dieser Mond. Aber wo? Direkt vor uns? Wahrscheinlich da oben drauf. Verdammter Hund. Der ist da oben drauf, vermute ich mal. Hm. Okay. Dann müssen wir ganz woanders hin. Dann müssen wir oben rauf. So. Und müssen schauen, dass wir mit unserem Flugsaurier oder Flugechse oder was auch immer dahin kommen, wo ich hin will. Und hier ist Peachy Line. Die Vegetation hier ist so ganz anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Was für ein wunderbares Abenteuer. Ich habe so viele faszinierende Kreaturen gesehen. Ich habe die an den Mond als Souvenir mitgebracht. Bitte schön. Ja, ich glaube, Mario möchte Peach im verlorenen Land. Mario möchte von Peach nicht unbedingt einen Mond. Ich möchte gerne nochmal in die City mit all ihren Wolkenkratzern und ihrem geschäftigen Treiben besuchen. Ja, macht es. Das heißt, als nächstes werden wir Peach in der City finden. In der voll krassen City, Alter. Jetzt einmal kurz orientieren hier. Genau auf der anderen Seite ist dieser Mond hinter uns. Da hinten ist irgendwo diese Plattform. Da ist sie. Oder meinen die etwa die Note da? Das ist natürlich auch möglich. Die meinen die Note, Leute. Die meinen nicht den Baumstamm. Na gut. Dann probieren wir das mal aus hier mit der Note. Probieren wir mal aus. Gucken wir mal, ob das geht hier, ob das klappt. Gucken wir mal. Okay, so geht schon mal nicht. Brauche ich da dich dazu? Vermutlich. Gucken wir mal, was passiert. Wenn wir uns jetzt hier lang machen. Ah ja. Vermaledeit, wie sammle ich das alles ein? Vermaledeit, ist das kurios. Komme ich da überhaupt rüber? Nope. Da hinten sind Collectibles. Ganz rotzfrech hier, das muss ich mir merken. Und zwar hier bei diesem schleimig-lila Wasserfall. Collectibles. Jetzt, wenn wir schon hier sind, da hinten sind auch nochmal Collectibles. Okay, da muss ich vielleicht doch nochmal hoch mit zu unserem Flugsaurier. Also, hier sind 2 und da hinten sind 4, sind schon 6. Wie viel fehlen denn eigentlich noch? Wenn wir so Interesse halber. Es fehlen noch 9. Also fehlen noch 3 quasi. Aber die werden wir auch noch finden. Jetzt muss ich mich erstmal hier rum kümmern. Das ist kurios genug. So, wir schnappen uns eine Note. Und jetzt schnappen wir uns viele Noten.
Alter Schwede, ist das kurios. Na gut, da muss ich mir was einfallen lassen. Das hat was mit Timing zu tun. Das hier ist hardcore-mäßiges Timing. Was sie da wollen? Na gut. Nein, wo ist es da draußen? Mario, du Idiot, du! Mann! So komme ich jetzt natürlich nicht drauf. Warum ist der jetzt raus? Ich habe weder auf L noch auf R gedrückt, noch sonst was. Da. Also gehen wir nochmal nach oben. Das war wieder geil. Heili geili Fail vom Feinsten. Ja. So gehört sich das. So, jetzt nochmal da runter. Nochmal daher. Und nochmal. Kann ich die jedes Mal den Mond einsammeln? Kriege ich jedes Mal Münzen für, wenn ich durch die Gegend springe? Ist ja interessant. So. Und jetzt die ganze Käse nochmal, bitte. Aber diesmal ohne runterfallen. Ohne, dass du hier ein auf... Ich verlasse dich, Max. Alter Schwede. Verdammt, Alter. Eins oder zwei maximal, mehr waren es nicht mehr. Fast. Da hinten ist der Hase. Na gut. Ach, das mit den Kollektiv machen wir später. Ich will hier den Mond. Ich will hier unbedingt den Mond. Ich muss mir nur überlegen, wie ich das am besten anstelle. Schneller am besten. Heili geili. Hat funktioniert. Geschwindigkeit ist alles. Notenjagd, die Ziehharmonika-Taktik. Ja, so in der Art war das hier auch. So, jetzt könnte ich hier waghalsig rüberspringen. Oder ich versuch's mit dem Flugsaurier. Ja, Doschen ist blöde und natürlich Fail. Ich wollte wissen, ob das geht. Das geht mit Sicherheit, wenn man zum richtigen Zeitpunkt aus losspringt. Aber hier oben war der letzte Checkpoint, das heißt, es ist genau richtig. Ich wäre sowieso jetzt hier rauf. So, einmal Collectibles da drüben, einmal Collectibles da unten. Schauen wir mal. So. Oh, aber da oben komme ich nicht drauf. Jetzt sterbe ich wieder. Nein, nicht einmal. So, kann ich dich brauchen? Ist hier noch irgendwo was? Vermutlich nicht. Na gut, dann nochmal nach oben segeln. Einmal da oben rauf. Ohne den richtigen Knopf. Nur mit dem richtigen Knopf macht das Ganze hier Spaß. Nur mit dem richtigen Knopf. Was soll's. Jetzt kommen die anderen vier Collectibles. Die sind ein bisschen weiter weg. Da werde ich jetzt ein bisschen skillen müssen. Und mit dem Flugsaurier, das ist gar nicht so einfach. Aber doch, das könnte was werden. Das könnte klappen. Heili geili. Echt beeindruckend. Ich würde ja meinen Hut vor dir ziehen, aber... Aber was? Ach, um wieder zurückzukommen, muss man hier ins Katapult. Ins Katapult, Mario. Danke. Mann. Idiotischer Klempner. Wobei man sich das sparen könnte, da wir sowieso durch die Gegend beamen. Kann man sich das mit dem Katapult getrost sparen. Jetzt gehen wir daher. Es fehlen, wie gesagt, noch drei Collectibles. Wo die sind, weiß ich nicht oder noch nicht. Aber es fehlt noch ein Challenge-Abschnitt. Also ich vermute mal, das ist so eine viereckige Röhre. Die müsste ja hier irgendwo sein. Hör, da oben ist rotzfrechen Mond, Alter. Da oben ist rotzfrechen Mond.
Aussicht auf Island Toxico. Hammer. Wo kam denn der her? So, jetzt noch einmal. Wo? Leicht da drüben? Ja, in diese Richtung. In diese Richtung, da müsste so eine Röhre sein. Da ist sie. Da ist so eine Röhre. Da guckst du in die Röhre, wa? Ja, dass das hier eine Röhre ist, weiß ich aus zwei Gründen. Was ist denn das hier? Da waren wir doch auch noch nicht drin, oder? Ach doch, ich glaube schon. Da mussten wir hier alle Blumen zum Blühen bringen. Genau. Aber haben wir schon gemacht. Dass hier sich eine Röhre versteckt, weiß ich, weil auf der Karte eine 2 eingezeichnet ist. Und 2 heißt immer 2 Monde, beziehungsweise in jeder Röhre sind 2 Monde. Ein Challenge-Abschnitt. Ein Challenge-Abschnitt. Was wollen Sie hier von uns? Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen warm machen mit der Umgebung. Was wollen Sie hier genau? Und warum müssen wir da her? Das ist doch total sinnlos hier, oder? Warum schicken Sie uns darüber, wenn wir in diese Richtung müssen? Oh, da oben ist ein Geier, der klaut uns schon wieder Käppi. Oje, oje. Na gut. Keine Ahnung, für was dieser Weg ist. Werden wir rausfinden. Da kommt ja schon der Geier. Und ich kann nichts tun. Nicht schon wieder! Ich kann nichts tun. Ich kann nur zuschauen, wie dieser Geier unseren Käppi klaut. Keine Feier ohne Geier. Jetzt kann ich den hier natürlich nicht aktivieren. Das heißt, erstmal hier die Gumbas platt machen. Die Gumbas platt machen, nicht mich. Ah, hier gibt es einen Hothead. Das heißt, ich muss hier bestimmt durch die Gegend schwimmen. Wo fliegst du hin, mein Junge? Wo fliegst du hin? Irgendwo muss ich dich ja bashen. Irgendwo muss ich den ja bashen. Der ist jetzt da oben rauf. Okay. Okay, ich verstehe. Ich muss dann wohl darauf. Okay. Das Teil müssen wir nach unten bringen. Und dann müssen wir wieder darüber locken. Wo kommt der Hothead? Da hinten kommt der Hothead. Der Hothead. Der Hothead, wa? Na gut. Jetzt ist er da oben, was halt absolut gar nichts bringt. Komm, Hothead, komm raus. Da ist er. So, geht jetzt wieder an die Ausgangs- oder zur Ausgangsposition. Nein, er geht da runter. Heilig, heilig. Jetzt wird er gebasht. Ach, der Hothead schwimmt da durch die Gegend. Ich dachte, der ist starr immer am selben Fleck, aber nein. So, jetzt wird er gebasht. Jetzt wird er gebasht, der Junge. So. 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 Und bash. Bam. Und schon ist unser Käppi frei. Aber es gibt keinen Mond dafür. Das ist schade. Schade, schade, Marmelade. Holen wir uns Käppi. Blöder Vogel. Egal. Alles gut. Lass uns endlich gehen. So. Wir gehen nicht. Nee, nee. Ich will hier den Mond. Natürlich will ich den Mond haben. Klepto darf nicht entkommen. Ach, Klepto heißt der wegen Kleptomane oder was? Vermutlich. So. Da oben waren wir auch noch nicht. Ich schnapp mir jetzt mal so ein Hothead. Und schwimme hier durch die Gegend. Ich vermute ja mal, dass da oben was ist. Kann ich mit dem Hothead springen? Da ist der Mond. Heiligeili, ein wirklich heißes Bad. Okay, ist da oben was gewesen? Man sieht's leider nicht. Man sieht leider nicht, was da oben ist. Was schade ist. Ja, es 2 Monde haben wir. Mehr wird's hier nicht geben. Gehe ich jetzt mal davon aus. Energie. Haben wir nicht mal gebraucht. So, also ab durch die Röhre. Da guckst du in die Röhre, wa? Da guckst du durch den Kamin, wa? Da guckst du durch den Schornstein, wa? So, und jetzt gucken wir auf die Karte, wa? Und die Karte sagt, beim Papagei sind wir noch dabei.
Der Papagei war wo? Da ist der Papagei. Und hier so... Ah, da unten ist ein Dingens. Eine Vogelscheuche. Da hinten, Alter. Wie soll das gehen? Ach, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Komm, gib mir mal mein Käppi wieder. Machen wir das nochmal hier. Ich muss hier von Baum zu Baum und so weiter. Ich muss hier einen auf Affe machen. Verdammt, Alter, macht er hier. Stampfattacke. Das wollte ich nicht. Wollt jetzt einen Weitsprung machen? Macht Mario eine Stampfattacke. Na gut. Nochmal das Ganze. Nochmal. So. Verdammt. Geh auf. Geh den Baum auf. Er klettert den Baum nicht auf, stimmt's? Nein, tut er nicht. Tut er nicht. Doch, jetzt tut er's. Blödmann. Blödmann, blöder. Wo ist es aber ungeil, wenn man hier fällt? Oder wenn man hier runterfällt? Dann kommt man immer ohne weiteres auf. Da muss ich mich jetzt mal daher beamen. Probieren wir es nochmal. Das kriegen wir schon noch hin, das Ganze. So schwer ist es nicht. Es ist nur ein bisschen tricksy, weil die Bäume so halbrunde Oberflächen haben. Da rutscht man leicht runter. Wo war jetzt das nochmal? Da unten. Da ist ein Captain Toad, oder? Ist da Captain Toad? Ich könnte schwören, den Captain hier in der Gegend gesehen zu haben. Aber wo? Du hast mir jetzt das da hinten gezeigt. Das heißt, hier muss irgendwo der Captain sein. Aber wo? Ha. Werden wir auch noch rausfinden. Jetzt machen wir hier erstmal gar nichts, oder? Wir sind auf der falschen Stelle. Wir müssen noch mal nach oben, oder? Wo ist die Vogelscheuche? Nein, da ist sie nicht. Gehen wir noch mal nach oben und suchen die Vogelscheuche. Zack, zack, zack. Das finde ich ja witzig hier. Zumal die Wandsprungphysik hier wunderbar funktioniert. Kann ich mir nicht beschweren. Funktioniert tadellos. Gefällt mir. So, wo ist jetzt der blöde Vogel? Da unten. Und da ist die Vogelscheuche. Komisch, dass der Papagei da oben ist, obwohl unten eine Vogelscheuche hockt. Hat nicht sonderlich viel Angst davor. Dann scheucht sie aber schlecht, unsere Vogelscheuche. Verdammt ist das tricksy. Genau. Nein. Oh Mann, das wird wieder nix. Das wird wieder nix. Wird wieder nix. Also nochmal. Ja, so lang, bis wir diesen Mond haben. Und ihr seht ja, ich komme immer näher. Mit jedem Versuch bin ich einen Schritt näher dran. Bis ich ihn habe. So, springen wir gleich runter. Zack. Und ab dafür. So, jetzt müsste doch jetzt möglich sein, von hier aus schön daneben zu springen. Ach, das ist der hintere Baum. Der ist es. Der ist es. Okay. Okay, okay. Dann kann ich mir das andere sparen. Ich dachte, auf dem vorderen wäre der Mond. Nein, er ist auf dem hinteren Baum. Sah von oben nicht so aus. Egal. Egal, egal, egal. Attacke! Ja, ja, mach hinne, Mario, mach hinne. Kriegst du eh keinen Fallschaden. Und los. So, und rauf da. Und collecten. Heili, geili. Verlorenes Land, Tic-Tac-Turnier. Hier gibt's nur ein Tic-Tac-Turnier. Ja, gäbe es mehrere, würde es ja Tic-Tac-Turnier 1 heißen. So, jetzt hätten wir nur noch dieses vermaledeite Koopa-Rennen und da habe ich halt null Bockinger drauf. So. Quatschen wir hier mit unserem Captain Toad. 5 Fofi, na klar, 5 Fofi. Nicht mit unserem Captain, sondern mit unserem Tip-Toad. Da oben. Da oben. Da oben, echt, da oben. Na gut, dann fliegen wir mal dahinter.
und gucken uns das da oben an. Da oben muss dann Mond. Ich bin gespannt. Wo sind wir denn hier? Meer da drüben? Ja, da wird schon heißer. So. Über uns oder fast über uns. Ist es da unten drin? Hier nicht. Auf der anderen Seite vielleicht. Hier auch nicht. Wo ist da ein Mond? Bringt, glaube ich, auch nichts. Macht keine Veränderung. Oder ist der Mond gar unter uns? Also hier unten irgendwo. Da hinten wäre eine Lücke. Mut zur Lücke, Mario. Mut zur Lücke. Jetzt war die Frage, ob ich das schaffe. Das letzte Mal habe ich hier voll versagt. Und dieses Mal schaffe ich es. Hier sieht's aus, als wäre etwas lückenhaft. Und zwar genau unter uns. Verdammt, es geht nicht. Das geht nicht. Reinrutschen geht nicht. Na gut, das heißt, ich muss unten lang. Jetzt muss ich mir hier das geht aber auch nicht. Wie soll das gehen hier? Doch, von der Seite aus. Hier. Na gut, ich brauche also... Dich brauche ich. So. Mit dem müsste man da reinkommen, wenn es dieselbe Höhe ist. Ach, da schau an. Captain Toads Treasure Tracker. Und schon springe ich ins Feuer. Wie ich hierher gekommen bin? Ein großer Vogel hat mich hier abgeworfen. Ein anderer großer Vogel als sonst. Ja, das ist eine Anspielung an das Spiel Captain Toads Treasure Tracker. Aber mir hat die Abgeschiedenheit dieses Ortes ganz gut getan. Ich habe hier sogar einen Mond gefunden. Super, nicht? Tada! Ruh dich aus, Captain Toad. Und hinten Kohle ohne Ende. Die werden wir collecten. Soll ich mich wohl bald mal wieder auf den Weg machen, was? Ja, mach das. Wir wollen die Kohle. Kohle ohne Ende. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Ein Herzilein. Energie. Energie schadet nie. Machen wir uns hier wieder vom Acker. Mehr oder weniger erfolgreich. Jetzt. Ohrschwiggle. Hätte ich mich hier nur besser umgesehen, dann wäre ich selber drauf gekommen, dass da hinten eine Lücke ist. Dann hätte ich mir einen Fuffi gespart. Na komm, geh dann über. Nein, das reicht nicht. Jetzt, wo müssen wir eigentlich hin? Wo gehen wir als nächstes hin? Am besten wieder zu unserem Toadie Boy. Zu unserem Info-Toad. Oh, das reicht nicht. Hier reicht's. Und hier reicht's. Und mir reicht's. Und dir reicht's. Und uns reicht's. Na gut. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier über dem 2D-Bereich. Ich weiß, wo wir sind. Aber da wollte ich nicht hin. Na gut. Dann auf die altmodische. Geht schneller. Oh, da oben sind die Collectibles. Da oben sind die Collectibles. Die letzten drei. Ich habe sie gefunden. Da muss ich nochmal hin. Das war da oben irgendwo. Verdammt. Collectibles im 2D-Bereich. Also über dem 2D-Bereich. Mann. Das war... da ganz hinten. So. Am besten... jawohl, da hinten ist noch so ein Wiggler. Ich kann daher... So. Und jetzt habe ich mich dann...
so gut wie eingesperrt, weil hier ist kein Wiggler. Außer ich schaff's darüber. Ups. Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. So. Ach, Minjo. Schießt er dann in die falsche Richtung, der Kasper? Ich will die Collectibles. Die letzten. Die letzten will ich haben. Die sind da oben. Da oben haben wir sie gesehen. Das heißt, ich bin hier doch irgendwie falsch, ne? Minimal. Ich muss nämlich oben rauf. Schauen wir mal, wie wir da oben raufkommen. Was wäre hier als nächstes? Da ist nämlich ein Wiggler. Da wäre ein Wiggler. Und mit dem müssten wir rankommen. Hm. Verdammt. Ich muss ganz rauf jetzt, oder wie, oder was? Schon wieder ungeil. Verdammt, wird es knapp hier. So, dich nehmen wir mal mit. Ich muss ganz nach oben. Bring mich mal nach oben. Also die Collectibles schnappen wir uns noch, bevor wir den Part beenden. Die will ich unbedingt noch haben. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich nach oben komme. Ja, am besten beamen. Am besten Beamerei. Daher nicht. Ja, beamen wir uns mal daher. Nein, beamen. Beamen! Beamen! In the Masters of the Universe! So. Ja, oh. Jetzt holen wir unseren Flugsaurier da, unseren Kasper. Und gucken, dass wir in die richtige Richtung fliegen. Wir müssen genau in die andere Richtung. Und. Ja, ist recht. Batterieleistung lässt nach, das ist schon wieder ungeil. Ist das jetzt genau unter uns oder wo ist das? Nein, das ist nicht unter uns, das ist weiter drüben. Genau in diese Richtung. Auf der unteren Seite. Nein, das war schon hier. Hier ist es. Hier unten ist es. Ich brauch dich gar nicht. Da unten ist es. So. Wir sind, glaube ich, richtig. So. Die Collectibles haben wir. Wir brauchen jetzt noch die hier. Heiligeili, wir haben alle 50. Gefällt mir, Leute. So. Das heißt, ich beende den Part. Ich pausiere das Ganze. Wie immer halt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eier Dosten.